lieben Skorpione, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu eurem allgemeinen Monatsreading für den Monat August 2020. Ja, es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid, liebe Abonnenten. Vielen lieben Dank wie immer für eure Abos und eure Likes und die Kommentare und die Botschaften, die ihr mir auch schreibt. Und auch natürlich ein ganz herzliches Willkommen an alle, die neu sind. Schön, dass ihr zu dem Kanal gefunden habt. Ja, dieses Mal habe ich noch eine besondere Ankündigung für euch. Mir wurde jetzt schon mehrmals die Bitte angetragen, nochmal einen Tarotkurs zu machen. Und das werde ich jetzt tatsächlich auch tun. Und zwar am 16. August hier in Berlin. Und ja, ich gebe hier ein paar Infos noch dazu. Ihr könnt mich sehr, sehr gerne anschreiben. Es ist nur leider eine sehr begrenzte Platzzahl möglich. Aber ja, ich freue mich schon sehr auf den Kurs. Ja, damit geht es dann also aber auch schon los mit eurer Legung. Und nochmal auch so ein bisschen zur Vorabinfo für diejenigen, die neu sind, die zum ersten Mal hier mit dabei sind. Es handelt sich also um eine allgemeine Legung. Da können verschiedene Themen auftauchen. Ich versuche mich auf die Energien zu konzentrieren, die im Vordergrund stehen. Für gewöhnlich sind es Arbeitsthemen, finanzielle Themen oder auch Beziehungsthemen. Ups, ja, wow. Und ja, es kann natürlich sein, also ich spreche nicht alles an, was ich sehe, weil das Video sonst auch zu lange werden würde. Das ein oder andere müsst ihr dann vielleicht auf eure ganz spezielle Lebenssituation übersetzen. Und wenn ihr noch zusätzliche Informationen sucht oder auch das Gefühl habt, dass eure Situation hier nicht angezeigt wird, dann schaut euch gerne eines der anderen Videos an zu eurem Aszendenten, zu eurem Mond oder auch zu eurer Venus. Ansonsten, wenn hier Königinnen oder Könige auftauchen, sind die Geschlechter unabhängig. Die können sowohl Männer als auch Frauen anzeigen. Die können andere Menschen anzeigen, die im Moment vielleicht von besonderer Bedeutung sind für euch. Aber die können auch die eigene Person anzeigen, und zwar die Könige verweisen eher auf die äußere Handlungsebene. Wie gehe ich im Außen mit einer Situation um? Und die Königinnen wiederum geben eher so die Innenschau wieder. Ja, wie fühle ich mich oder was denke ich auch zu einer Situation? Ja, jetzt ziehe ich noch eine Karte und dann kann es auch schon losgehen. Ja, okay. Ja, damit haben wir alle Karten auf dem Tisch für euch. Die erste Karte, die ich hier lese und auch diese Position, ja, die gibt so ein bisschen die Grundenergie, die Grundschwingung für den kommenden Monat wieder. Ja, und bei euch ist das die Vier der Stäbe, eine sehr, sehr schöne Karte. Bezieht sich im oder kann sich beziehen auf Freundeskreis, auf Familie, auch auf Partnerschaften, generell auf Menschen, zu denen man eine sehr gute Verbindung hat, ja, wo man sich aufgehoben fühlt in der Gemeinschaft mit diesen Menschen. Im beruflichen Thema, auch da sind für gewöhnlich gute Teams mit angezeigt, ja, ein Zusammenhalt, eine Zusammenarbeit, ein gemeinsames auf ein Ziel hinarbeiten. Stabilität ist hier durchaus auch eine Bedeutungsebene dieser Karte, ja, eine stabile Situation, oft eben mit anderen Menschen zusammen. Ja, das ist so mal der generelle Überblick. Ich lege mal noch Klärungskarten mit dazu. Okay, wir haben hier die Königin der Schwerter mit dazu und die Mäßigkeit. Ja, hier sind schon einige Punkte angezeigt. Ja, die Königin der Schwerter könnte darauf hinweisen, dass ihr es mit einem Luftzeichen zu tun habt, Wassermann, Zwilling oder auch einer Waage. Hier haben wir noch Schütze-Energie. Ja, Mäßigkeit ist die Schütze-Karte. Für einige allerdings dreht es sich hier tatsächlich auch um eine Trennung. Ja, Königin der Schwerter ist die trennende Königin. Sprich, hier kommt möglicherweise auch
Eine Beziehung zum Ende, das kann eine Beziehung im Romantischen sein, das ist aber nicht beschränkt. Also es kann auch durchaus in die Bereiche gehen, die ich zu der Karte schon genannt habe. Ja, berufliche Veränderungen oder auch im Freundeskreis, in anderen Gruppierungen. Nichtsdestotrotz, ja, die Mäßigkeit weist darauf hin, bleibt im Vertrauen, folgt eurer Intuition. Ja. Manchmal weist ihr auch darauf hin, dass man in einer Situation Geduld haben muss. Ja, sprich, es braucht auch noch ein bisschen Zeit, bis die Dinge sich vielleicht tatsächlich in die eine oder andere Richtung entwickeln. Ja. Interessanterweise haben wir hier als nächste Karte die 7 der Kelche. Ja, das ist die Karte der Illusion generell. Hier geht es aber eben auch oft darum, dass die Dinge unklar sind noch. Es ist noch nicht so richtig abzusehen oder man weiß für sich selber eben auch noch nicht so richtig, was man möchte, in welche Richtung man sich bewegen möchte. Manchmal kann die eben auch anzeigen, dass man ja, sich mit verschiedenen Optionen sozusagen beschäftigt, manchmal durchaus auch verschiedene, also nicht nur Entscheidungsoptionen, sondern auch verschiedene Optionen, zum Beispiel im beruflichen Feld zwischen verschiedenen Tätigkeiten, verschiedenen Arbeitsfeldern. Im romantischen Bereich können auch durchaus unterschiedliche Menschen eine Rolle spielen. Ja, wo man sich nicht so richtig entscheiden kann, wer passt hier zu mir oder was möchte ich vielleicht auch mit dieser Person erreichen, etc. Ja. Ja, zwei der Stäbe haben wir hier und Bube der Schwerter als Klärungskarten, ja. Also hier ist eben, ja, das ist eine unentschlossene Zeit im Moment für euch, ja. Also zwei der Stäbe weist schon darauf hin, irgendwo früher oder später sollte eine Entscheidung getroffen werden und man ist sich noch sehr, sehr unsicher. Ja, ob man, ja, wie gesagt, die Richtung ist noch nicht klar und man schaut sich die Dinge mal noch an, ja. Der Bube der Schwerter als Spionkarte, der steht allerdings dafür, dass man hier auch durchaus geneigt ist, sich mehr Informationen zu holen, entweder wie gesagt zu verschiedenen Arbeitsplätzen oder auch zu verschiedenen Berufsfeldern. Durchaus auch, ja, so ein bisschen vielleicht hinter die Kulissen schauen möchte zu einer bestimmten Person oder auch zu mehreren bestimmten Personen oder auch sogar, also entweder offen, ja, oder auch durchaus ein bisschen, naja, versteckt, ja, also durch Social Media zum Beispiel, wenn man schaut, was die Person macht, mit wem die sich unterhält, wo die unterwegs ist, etc. Ja, um allerdings ja letztendlich auch zu einer Position zu kommen, eine Entscheidung treffen zu können, ja. Und aus dieser ein bisschen Nebelsituation hier rauszukommen. Ja, die nächste Karte, auch das eine der großen Entscheidungskarten, die Zwillingskarte, die Liebenden, ja, und die bezieht sich eben auf oft darauf, eine wirkliche Herzentscheidung zu treffen für sich. Ja, einige von euch haben mit einem Zwilling zu tun. Liebe kann durchaus hier auch wirklich ein Thema sein bei dieser Karte. Ja, also hier können schon auch romantische Verbindungen im Spiel sein, zu denen man eben eine Entscheidung treffen darf, letztendlich. Ja. Ja. Ja, also der Entscheidungsaspekt steht hier wirklich sehr, sehr klar im Vordergrund. Ja, 8 der Kelche haben wir hier dazu und die 9 der Stäbe. Ja, die 9 der Stäbe ist wirklich ein ganz bewusstes Hinschauen.
ein ganz bewusstes Reflektieren auch auf eine Situation, auf eine Verbindung mit einer Person. Ja, wie gesagt, das kann natürlich auch ins Berufliche reinschwingen. Ja, für einige hat das im beruflichen Bereich zu tun, durchaus auch in anderen Bereichen. Aber das verbindende Element ist, dass man sich in der Situation, so wie die war oder ist, sich eingestehen muss, man ist so nicht glücklich. Man möchte das in der Form nicht weiterführen. Und es braucht aber diese Aufmerksamkeit, dieses genaue Hinschauen, vor allem auch in sich hineinhorchen. Ja? Wie fühle ich mich damit? Welche Erwartungshaltungen habe ich eigentlich? Inwieweit sind die erfüllt oder eben auch nicht erfüllt? Die Acht der Kelche gibt einen klaren Hinweis darauf, vieles ist hier nicht erfüllt oder zumindest nicht in der Weise erfüllt, dass ihr wirklich das Gefühl habt, in der Form geht es weiter. Ja? Und ihr spürt schon, hier ist eine Weiterentwicklung notwendig. Ja? Letztendlich Konsequenzen für euch zu ziehen aus der Entscheidung heraus, die ihr auch für euch trifft. Ja? Ja, als nächste Karte haben wir die Herzschmerzkarte, die drei der Schwerter. Ja. Hier sind Enttäuschungen, hier ist Frustration. Also man tut sich hier auch nicht so ganz einfach. Ja. Also gerade im Bereich Beziehung, Partnerschaft, Liebe, da ist schon viel Schmerz, kann hier durchaus mit angezeigt sein. Ja. Ja. Zwei der Münzen, 10 der Stäbe. Ja, das ist eine Situation, zum einen, die schon länger läuft, ja, mit all den ganzen Auf und Ab. Und irgendwo fällt es euch schwer, hier loszulassen, aber das Ganze bewegt sich irgendwie auch immer so ein bisschen auf der Stelle. Ja, es gibt keine wirkliche Weiterentwicklung in der Situation und diese ganze Situation zeigt sich ja auch als belastend für euch, ja, weil die Dinge auch nicht klar sind. Ihr euch entweder über euch selber nicht sicher seid, über eure eigene Position oder auch die Position der anderen Seite sozusagen, ja. Und da ist viel Unsicherheit und Verletzung mit drin. Ja, zwei der, also das sind zwei, die beiden Stresskarten hier auch noch nebeneinander, ja. Auch hier muss eben abgewägt werden. Hier muss oder sollte von euch eine Entscheidung getroffen werden, damit das auch aus dieser Dauerschlaufe sozusagen rauskommt, die Situation, ja, und hier auch ja, der Stress letztendlich aufgelöst werden kann und ihr in eine neue Richtung euch bewegen könnt. Ja. Acht der Stäbe, ja. Ja, hier kann eine neue Energie reinkommen, vor allem wenn es euch gelingt, eine Entscheidung für euch zu treffen. Hier kann es durchaus sein, dass eine intensive Kommunikation stattfindet. Hier kann es durchaus sein, dass Reisen stattfinden, für manche sogar auch Umzüge, ja, also eine räumliche Veränderung, entweder eine Distanz, allerdings eben auch also eine Distanzüberwindung, entweder eine Distanzschaffung oder eine Distanzüberwindung. Beides wird hier mit angezeigt mit dieser Karte. Und Acht der Stäbe ist oft eben auch ein Hinweis darauf, dass die Dinge sich relativ schnell jetzt entwickeln können, dass hier so ein bisschen mehr Energie reinkommt. Aber ich denke, das ist auch so ein bisschen abhängig davon, wie gut es euch gelingt, eine Entscheidung für euch selbst zu treffen. Ja, Karte der Konkurrenz, 5 der Stäbe, die Gerichtkarte und das Rad des Schicksals. Ja.
Also wie gesagt, hier sind eben mehrere Optionen angezeigt, auch mit dieser 5 der Stäbe, also das, was wir auch schon in der 7 der Kelche gesehen haben. Wie gesagt, entweder unterschiedliche Menschen, zwischen denen sich hier entschieden werden darf, kann, sollte, oder eben auch generell verschiedene Ideen, verschiedene Richtungen, die einen anziehen. Wie gesagt, das kann sich ja auch auf berufliche Themen oder auch generell andere Themen beziehen. Wo immer diese Situation für euch auftaucht, ihr spürt auch, also das kann so nicht weitergehen, es muss eine Veränderung geben, ja. Gerichtskarte ist der innere Weckruf und dann haben wir hier eben mit dem Rad des Schicksals auch noch den Hinweis, die Dinge kommen hier in Bewegung, wie gesagt, in die eine oder andere Richtung. Aber durchaus eben auch mit größeren Veränderungen, die das mit sich bringen kann. Ja. In der zentralen Position haben wir hier die 6 der Münzen und ja, die Karte des Ausgleiches. Für manche kann es darauf hinweisen, dass man eine Unterstützung erhält in dieser Situation, finanzieller Art, emotionaler Art durchaus auch. Für andere kann es anzeigen, dass gerade in Beziehungsthemen, nicht nur auch im beruflichen durchaus, ja, dass hier ein Ungleichgewicht auch irgendwo steht, dass ihr das Gefühl habt, ihr müsst extrem viel euch einsetzen oder bemühen oder ihr seid so in der ergebenden Position sozusagen und bekommt aber nicht gleichwertiges zurück an Aufmerksamkeit, an Einsatz, an Energie, ja. Oder auch an Anerkennung zum Beispiel oder durchaus auch im finanziellen Bereich. Das ist ziemlich interessant. Ass der Stäbe, nochmal die 7 der Kelche und der Teufel hier nebenan. Die beiden Karten der Illusion hier, ja. Gerade der Teufel auch in Kombination mit der 6 der Münzen kann auf alle Formen der Co-Abhängigkeit hinweisen. Entweder verstrickt man sich ja selber in Illusionen oder von außen werden auch Illusionen aufrechterhalten, um ja, Vorteile der eigenen Partei zu verschaffen, sozusagen. Das Ass der Stäbe und der Teufel. Gerade noch mal in den eher romantischen Verbindungen, ja, Beziehungsverbindungen. Hier ist oft auch eine sehr, sehr starke körperliche Anziehungskraft im Spiel, die vielleicht so ein bisschen den Klarblick verstellt darauf, ja, dass hier die Energien nicht in der Balance sind. Entschuldigung. Die sind ein bisschen erschweren, hier eben auch diese Entscheidungen zu treffen, ja, weil man weiß nicht so richtig, woran man ist oder ist auch selber irgendwo, ja, eine Abhängigkeit ist vielleicht schon ein bisschen zu viel, ja, aber man kommt auch nicht so richtig los hier irgendwo. Ja. Und das Ast der Stäbe, ja, Asse stellen ja auch immer eine Möglichkeit zum Neubeginn hin, ja. Also hier könnte auch angezeigt sein, dass man die Hoffnung aufrechterhält. Mit genügend Engagement und Einsatz praktisch die Dinge ja, auf eine andere Ebene heben zu können, die Dinge in die Veränderung bringen zu können. Und auch hier wäre ich vorsichtig mit diesen beiden Karten hier noch im Umfeld, ja. Also das kann durchaus sein, dass man sich das ein oder andere so ein bisschen schönredet, ja, also in der Hoffnung, dass man hier irgendwo ein Ziel erreicht mit einer anderen Partei. Aber wie gesagt, diese Hoffnung wäre durchaus mit
Vorsicht zu genießen. Ja. Ja, der Teufel übrigens Steinbock hatte, der ein oder andere hat vielleicht mit dem Steinbock zu tun auch. Ja, drei der Münzen haben wir hier als nächstes. Gerade im Beziehungsthema ist das eine der Karten, die auch Dreiecksverbindungen anzeigen können. Oder auch, also entweder mit einer konkreten anderen Person oder generell auch, ja, man selber oder die andere Person auch sich nicht festlegen möchte und eher so ein bisschen das Ganze offen halten mag. Nichtsdestotrotz, gerade im beruflichen Feld, ja, kann diese drei der Münzen darauf hindeuten, dass hier ein Neustart durchaus ist, der vielversprechend ist, der auf Langfristigkeit ausgelegt ist. Ja, das ist in der ersten jungen Phase sozusagen dann auch was Neues anzufangen. Aber da ist durchaus, geht das in eine gute Richtung dann auch. Ja, hier haben wir den Herrscher, Königin der Kelte, der Narr und der Hierophant. Der Herrscher hat auch unter anderem Skorpionenergie, kann also auch eure Energie anzeigen. Ansonsten ist es eine Widderkarte. Der ein oder andere hat mit einem Widder zu tun. Königin der Kelte zeigt Wasserzeichen an oder kann Wasserzeichen anzeigen. Sprich Fisch, ja, Krebs oder auch Skorpionenergie nochmal. Also hier kann auch so eure innere Haltung mit angezeigt sein, durchaus. Dann haben wir hier den Narr, den Neubeginn und den Hierophant Stierkarte. Der Herrscher und auch der Hierophant könnten Institutionen anzeigen, also auch zum Beispiel Firmen, Arbeitsplätze, Ausbildungsplätze, Universitäten, all diese Dinge in die Richtung. Also für diejenigen, ja, für die es sich hier um Themen im Arbeitsumfeld handelt, ja, gerade auch mit dieser Königin der Kelte, da ist es gut, wenn ihr euch wirklich auf eure Herzenergie besinnt und Entscheidungen darauf fällt, ja, was eure Intuition da auch sagt, ja, ihr spürt, okay, das fühlt sich gut an für mich, das scheint für mich eine gute Richtung zu sein. Und dann ist hier eben auch tatsächlich dieser Neubeginn, Neustart mit neuen Projekten, neuem Arbeitsumfeld etc. Und ich denke auch durchaus was, wo ihr euch verbunden und wohl fühlt damit. Ja. Im romantischen Bereich, im Beziehungsbereich sind die Dinge irgendwo verhärtet. Es gibt nicht so wirklich ein Weiterkommen. Ja? Es bleibt einfach ja, auf dieser gleichen Ebene immer wieder in der Wiederholung. Das ist durchaus was, was euch zu Herzen geht. Ja? Also die niedere Schwingungsebene der Königin der Kelche ist wieder wirklich Niedergeschlagenheit, Melancholie, Depression, Frustration. Aber auch hier führt diese sich letztendlich auch mit dem eigenen Herzen auseinanderzusetzen, mit der eigenen Gefühlswelt sich auseinanderzusetzen, hier zu einem tatsächlichen Neustart. Sprich, das steht hier ein bisschen im Kontrast zu dieser Ass der Stäbe, ja, die so auf eine Feinjustierung hinweisen würde innerhalb einer bestehenden Situation. Der Narr ist hier wirklich was ganz Neues, ja, eine ganz neue Richtung. Und der Hierophant kann auch unter anderem ja, so eine Art aus der eher spirituellen Perspektive darauf hinweisen, dass hier auch so eine Art ja, spirituelle Lernaufgabe letztendlich bewältigt ist. Ja, Lernaufgabe in dem Sinne, dass man in dieser Verbindung auch vieles über sich erkannt und gelernt hat. Ja.
Und mit einer neuen Erkenntnis sozusagen über sich, über die eigenen Wünsche und Bedürfnisse hier neu nochmal beginnt, ja. Ja, den Buhu der Stäbe, der Schwerter, Entschuldigung, haben wir hier nochmal, ja. Also der hat viel zu tun mit Erkenntnisgewinn, ja. Informationen sich anzueignen, wie gesagt, der steht oft in Verbindung auch mit der digitalen Welt, ja, Social Media und Internet generell. Drei der Stäbe und die Kraftkarte, Löwekarte hier. Also je mehr man weiß, ja, je mehr Wissen man hat, je mehr Informationen man hat, desto leichter kann man Entscheidungen treffen und desto leichter kann man natürlich auch ein neues Ziel sich setzen. Ja, drei der Stäbe kann darauf hindeuten, dass die Dinge Zeit brauchen in der Entwicklung. Ja. Auch diese Karte kann Dreiecksverbindungen und Hinweise beinhalten, darauf hinweisen. Ja. Also sprich, hier könnte das ein oder andere oder die ein oder andere Befürchtung möglicherweise sich bestätigen durch ja, Informationen, die man im Internet findet oder ja. Beschränkt sich nicht nur aufs Internet, ja, aber hier ist ja, wie gesagt, es das heißt die Spionkarte. Nichtsdestotrotz, je mehr man weiß, wie gesagt, desto klarer kann das Ziel werden und desto eher kann man auch vielleicht das, was noch so vage ist und dadurch eben auch vielleicht Unsicherheit auslöst, ja, und Unabsehbarkeit kann eben auch Ängste schüren oder auch verstärken. Ja, und mit dieser Karte, mit der Kraftkarte ist eben auch angezeigt, dass man ja langsam eben aus dieser Unsicherheit, aus dieser undurchsichtigen Situation sich rausentwickeln kann. Und je mehr man erfährt, desto weniger halten einen dann auch die eigenen Ängste und Zweifel hier irgendwo zurück, ja, sondern es gibt einem letztendlich die Kraft auch zu sagen, okay, ich ziehe diese oder jene Konsequenz aus meinem Wissen. Ja. Neun der Kelche, ja, das ist ja die Karte, die sehr, sehr ambivalent ist. Ja. Zum einen kann die darauf hindeuten, dass man letztendlich für sich einen Standpunkt findet, mit dem man durchaus gut klarkommt. Ja. Es ist nicht so ganz das, was man eigentlich wollte, aber ja, es kommt relativ nah. Oder auch, wie gesagt, man kann sich einfach arrangieren mit einer Situation. Manchmal weist diese Karte aber eben durchaus auch darauf hin, dass man dieser Entscheidung, die hier eigentlich ansteht, ausweicht. Ja? Entweder sich selber die Situation durchaus weiterhin ein bisschen schönredet oder wirklich ja, Verhaltensmuster entwickelt, die dazu führen, dass man der Entscheidung hier eben ausweicht und sich nicht so richtig damit konfrontieren möchte. Also für diejenigen, die sich hier eher im letzteren Bedeutungsfeld, im letzteren angesprochenen Bedeutungsfeld der Neun der Kelche wiedersehen, da zeigt die Vier der Schwerter darauf hin, die Dinge kommen allerdings trotzdem zur Stagnation. Ja, es bleibt einfach so stehen. Es gibt kaum Weiterentwicklung. Die kann durchaus darauf hinweisen, dass eine Kommunikation einschläft oder ja, abbricht auch ganz.
Ja, und man, wie gesagt, dann eher so auch so ein bisschen die Neigung dazu hat, der Entscheidungsfindung hier aus dem Weg zu gehen, ja, wirklich mit Vorsicht zu genießen, weil dann die Tendenz da ist, diese ganzen Emotionen, die damit verbunden sind, diese Unsicherheit, der Herzschmerz und so weiter, das unter an die Seite zu drängen und zu unterdrücken, was langfristig eben auch dazu führen kann, dass es irgendwann ausbricht, ja. Und ja, auch der König der Kelche, ja, kann in der niederen Schwingungsebene, ne, darauf hinweisen, dass man entweder sehr bedrückt wird dadurch, ja, oder auf der anderen Seite sich auch von den eigenen Emotionen abkapselt, ja, und beide Seiten wären hier nicht so schön. Trotzdem, ja, für diejenigen, die sagen, okay, ich ziehe die Konsequenzen daraus, ja, es ist nicht die mega tolle Entwicklung, die ich mir eigentlich vorgestellt habe, aber ich akzeptiere die Situation jetzt so, wie sie ist. Dann ist hier die vier der Schwerter eher eine Karte, die anzeigen würde, dass die Gedanken zur Ruhe kommen, dass man sich hier auch nicht mehr so aufgerieben fühlt, ja, dass man hier auch neue Visionen entwickelt, neue Ziele, neue Pläne entwickelt. Ja, das ist zwar erstmal auch eine eher ruhige Atmosphäre, aber wirklich auch eine Atmosphäre, in der man Klarheit für sich finden kann. Ja, und hier dann wieder in die eigene Stabilität auch kommt, in die Selbstsicherheit für sich findet. Ja, es schließt ab mit der 10 der Münzen. Da bin ich jetzt auch mal auf die Klärungskarten gespannt. Also ich denke, für die Menschen, für die das hier eher im beruflichen Feld sich alles abspielt, ja, hier ist durchaus trotzdem die Möglichkeit angezeigt, dass ihr letztendlich da ankommt oder an einem Platz landet, an dem ihr euch durchaus sehr, sehr wohl fühlt, ja, wo Stabilität und Sicherheit auch da ist, eine Langfristigkeit da ist. Ja. Im Beziehungsthema, da lege ich jetzt erstmal wirklich die Klärungskarten drauf, weil die sehr im Kontrast steht hier zum Rest der Legung. Ja, manchmal, also auf der niederen Schwingungsebene, kann die eben auch eine sehr verkrustete Struktur darstellen. Sprich, man schafft es nicht so richtig, sich wirklich in eine neue Richtung zu bewegen, sondern man hat so ein bisschen die Tendenz festzuhalten am Status quo. Ja, und ich denke, das sehen wir hier auch. Da haben wir nochmal die drei der Schwerter und auch den Gehängten. Ja, also wer sich hier nicht durchringen kann in Beziehungsthemen, ja, da wo man spürt, okay, meine Beziehung, meine Ehe, die Verbindung mit einer Person, durchaus auch Familie, ja, wenn so ein bisschen diese Verweigerungshaltung hier nicht durchbrochen werden kann, keine Entscheidung getroffen werden kann. Ja, das hält diesen Herzschmerz natürlich aufrecht und früher oder später, ja. Also der Gehängte kann eben auch hier wirklich eine Sackgasse anzeigen, es geht nicht weiter. Es braucht eine andere Sichtweise, es braucht eine innere Bewegung, es braucht ein inneres sich einlassen auf Veränderung, ja. 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 Also interessant auch dieser Monat für euch und auch hier denke ich, geht das durchaus weiter, die Situation noch so ein bisschen im September, ja, weil ich auch merke, das ist ja für viele einfach unglaublich schwierig, eine Entscheidung zu treffen, weil man für sich selber möglicherweise nicht so richtig den richtigen Standpunkt findet oder sich schwer tut, hier einiges loszulassen oder in die Veränderung zu gehen und möglicherweise zusätzlich auch noch mit einer anderen Partei zu tun hat, der es genauso geht. Ja, also das sind zwei sehr ähnliche Kräfte, die sich gegenseitig dann auch noch verstärken und die es noch schwieriger machen können, durchaus eine Entscheidung zu treffen. Also ich weise aber noch mal darauf hin, irgendwo sollte eine Entscheidung getroffen werden, ja. Und ich denke, viele von euch spüren das durchaus auch.
Und ich möchte auch nochmal auf die Mäßigkeit hier hinweisen. Vertrauen auf die Intuition und auf die eigene innere Führung kann hier sehr, sehr unterstützend sein und sich auch immer nochmal die Zeit nehmen, wirklich darüber zu reflektieren und ja, da in dieser Ruhephase wirklich in Einklang zu kommen mit sich selber. Ja. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch trotzdem einen angenehmen August, ja, und auch trotzdem Kraft hier auf diesem Weg und Entscheidungsfreude letztendlich auch. Ja. Alles Liebe für euch. Namaste. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.